Lieber Zuschauer, das nächste Video ist ein Stream-Mitschnitt. Möchtest du auch im Chat teilhaben? Dann besuch mich doch in einem meiner Streams. Alle Links, die du brauchst, findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Wenigland, unsere Mission sagt, noch bietet die neue Welt unentdeckte Inseln, doch die größten sind bereits in Besitz genommen worden. Dessen ungeachtet besteht euer Begehren nach großen und reichen Städten vor Ort. Ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, zwei Städte mit je 500 Einwohnern zu errichten, von denen jeweils die Hälfte den Status Bürger erreichen wird. Eure gute Regentschaft soll zusätzlich mit einer positiven Bilanz von 200 Talern ausgewiesen werden. Das heißt... So, wir starten jetzt mal das Spiel. Spielen natürlich als Mossi. Und natürlich... kannst mich dann auch gerne mal auf die Liste nehmen. Wie hätten's denn gern? Hätten's dann gern als WhatsApp oder hätten's dann gern als Twitter? So, lass mich mal gucken. Wir brauchen große Inseln. Die ist es schon mal nicht. Erstmal zoomen. Die ist es schon mal nicht. Ich glaube, die will ich haben. Einfach aus Prinzip. Ohne zu wissen, was groß drauf ist. Aber die will ich definitiv haben. Und die sieht auch gut aus. Ja, die sieht auch gut aus. Vor allem hat die hier noch zwei gute Seiteninseln. Ich möchte ein Lama haben. Wenn du so Fragen tust, gerne auf WhatsApp daher. Alles klar. Da, hallo, würdest du auch... Ach so, der fährt einfach nur so langsam, weil... Okay. Ja, richtig dann nachher ein. In der Pause oder im nach dem Stream. Können wir gerne tun. Ja, der Gelbe ist auch schon fleißig hier. Apropos, wir könnten eigentlich mal gleich die Handelsverträge an den Start bringen. So. Hier würde ich gerne landen. Ich weiß noch nicht, ob hier unten... Ja, doch, ich glaube hier unten. Ich denke, hier unten will ich erstmal landen. Geh doch auf Telegram. Theoretisch ja, aber... Ich will nicht noch mehr verschiedene Sachen machen müssen, bevor ich streame. Das ist mir dann doch ein bisschen zu umständlich dann irgendwann. So, wir haben gelernt beim letzten Mal, dass wir viele Holzhütten aufnehmen wollen, bevor wir überhaupt anfangen mit Häusern zu hantieren. Brücke. So, oh Gott, den habe ich jetzt natürlich ein bisschen versehentlich vernachlässigt. Das macht aber nichts. So, und hier können wir erstmal voll müllen. So, das passt. Das erste, was ich machen will, ist den Einkauf von Werkzeugen mitnehmen. Zu einem Preis von 95. Hab mich ein bisschen beschäftigt mit der Materie. Was wir außerdem noch brauchen, ist eine Angelhütte, zwei Angelhütten. So, perfekt. Siebenstadt. Heißt die Siebenstadt? Ja. Grafik erinnert mich irgendwie an Nintendo. Findest du? Stichwort Bots. Was? Ach so, ja... Kann man Telegram botten? Mit Telegram kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, muss ich sagen. Aber ja, ich will ja jetzt auch nicht alles botten. Ich will ja sogar ein bisschen von weg, wenn ich ehrlich bin. So, ich würde sagen hier... Ja. Ich habe den Durchblick, ich habe den Plan. Erstmal drehen den Shit. Erstmal drehen den Shit. So, dann machen wir das Stück Weg weg. Und dann die altbekannte Technik. Ja gut, jetzt kommen wir mit dem Holz wieder nicht hin. Alles gut, ich krieg's ja über Twitch Notifications mit. Ja. Wie gesagt, ich kann dich gerne auf Twitter verlinken.
Oder du machst dir eine Discord-Notification, da postet ja auch ein Bot noch fleißig. Trinken gilt auch Bier. Ich würde mal sagen, ja. Ich würde sagen, ja. So, wir gucken, dass wir hier wenigstens die Bilanz so halb auf Vordermann bringen. Ja gut, er hat jetzt eine Scheißbilanz, wahrscheinlich wegen der Werkzeuge, die gekauft wurden. Nichts zu trinken da, wer bringt mir was? Apfelschorle! Aber die Apfelschorle mit dem lustigen Schuss, die ist auch ab 16. Was ich mich immer gefragt habe, sind hier ein paar Anno 1602 Nerds? Das habe ich nämlich jetzt im geschuldet der Zeit, habe ich das jetzt nicht mehr geschafft vor dem Stream. Ich wollte gerne wissen, das sind ja jetzt 12 Häuser. Das sind ja 12 Häuser. Wie viele Pioniere können dort maximal leben? Also wenn ich alles sonst auf geil habe. Wie viele Pioniere werden das? Wie viele Siedler sind das? Und wie viele Bürger sind das? Sprich, andersrum, wie kann ich ausrechnen, wie viele Häuser ich brauche? Weiß das jemand? Zufällig auswendig. Uh, 1602 war das erste Anno. Aber Google regelt. Ja, dann mach mal nicht jetzt. Ich kümmere mich da, glaube ich, zwischen den Streams dann mal drum. So, das mag jetzt erstmal. Was machst du denn da? So, ist das nicht ein schönes. Schönes Fleckchen, was ich mir hier erarbeitet habe. So, da noch ein Häuschen hin. Komm schon. Zack. So, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt will ich... Ich will natürlich erstmal gucken, was bietet mir diese Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Was haben wir denn hier? Wir können hier Zuckerrohr anbauen. Das heißt, es gibt schon mal Alkohol. Das ist schon mal geil. Wir können anbauen Tabak, das heißt, das ist auch gesichert. Wir brauchen eigentlich nur Gewürze. Und die wiederum kriegen wir bestimmt hier unten, weil die im Süden sind. Das heißt, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte definitiv erstmal gucken, was ein Kontor kostet. Ein Kontor kostet 6 Holz, das heißt, wir brauchen eigentlich nur 6 Holz. Weil das kostet ja nur Werkzeug, genau. Das heißt, wir brauchen... Ja, das war's eigentlich. Eigentlich war es das. Wir nehmen jetzt das ganze Holz mal mit, was wir haben. Und dann düsen wir einmal hier runter und begutachten uns... Welche Insel ist die schönste? Ich glaube, die ist auch geil, weil die hat potenziell Erz. Wir fahren da erstmal hin. Die hat auch Erz, das ist natürlich auch super. Wir fahren erstmal hier runter in das magische Dreieck. Jetzt hatte ich die Nachricht fast fertig. Entschuldigung. Ja, wir fahren da jetzt erst schon mal runter und regeln das. In der Zeit können wir hier oben mal Schafe anfangen. Schafe anbauen. Ist klar, Mossi. Ihr wisst, was ich meine. Schaf farmen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. So, die können wir eigentlich hier, genau hier. Obwohl, warte mal, lass mich das so machen. Und ja, es ist nicht ideal, aber so sind wir, glaube ich, gut dabei. Aber Stoffe sind eh, die haben wir, die werden wir genug produzieren. Da haben die sich ja noch nie groß mokiert. Was wir halt später auf jeden Fall hinkriegen müssen. Ich denke, wir werden dann hier die Holzfäller abreißen und werden dann hier Alkohol und Tabak anbauen. Das ist eigentlich so die Hauptbaustelle, die ich da sehe für dieses Playthrough. So, das kann man eigentlich dahin bauen. Ja, da kommen die dann auch schön hin. So,
sollten. Holz ist die Sache. Wir haben zwar drei Forsthütten, ne? Aber kein Holz. Naja. Gut, dann machen wir in der Zeit erstmal hier unten weiter. Erkunde mal. Die Ressourcen dieser Insel Baumwolle, sind erkundet. Gewürze 100%, das ist natürlich super. Dann lass uns die doch nehmen. Lass uns die doch direkt spontan einfach nehmen. Aber hier unten an der Seite hätte ich jetzt gesagt. Weil hier kommen wir schön ins Holz rein. Wachsen die unterirdisch oder auf dem Baum? Und saugen die sich voll, wenn man sie wässert? Auf beide Fragen antworte ich mit Yep. So, jetzt können wir das alles mal hochknallen. So, und das erste, was wir brauchen, sind natürlich wieder die obligatorischen Holzfäller. Ja, und diese Siedlung hier werden wir komplett anders aufziehen. Die werden sich sehr voneinander unterscheiden. Wartet's nur ab. Die werden sich sehr voneinander unterscheiden. So, die müssen sich, das Ding muss sich jetzt auch erstmal sustain. Essen brauchen wir hier trotzdem auch. Dafür brauchen wir aber das Holz. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal für Essen und Holz gesorgt. Dann können wir die erstmal lassen, wie sie ist. Können uns dann hier um die Webstube kümmern. Wie, du hast... Was habt ihr denn gemacht in der Zeit, Kenners? Ihr sollt doch Holz sammeln. Ihr seid mir ein paar Vögel, ey. Ihr seid mir ein paar Vögel. So. Jetzt produzieren wir Stoffe. Das heißt, die Menschen hier haben alles, was sie brauchen. Außer... Stoffe. Außer Kapelle. Und diesen Wunsch kann ich Ihnen auch noch erfüllen. Gibt es einen Ort für eine Kapelle, wo wir alle erreichen? Ich denke, ja. Ich denke, hier. Ja. Hier bekommt ihr eure Kapelle rein. So, und jetzt sollten die anfangen, sich auszubauen. Oder warte mal, können die... Der holt es nicht ab, gell, wenn kein Weg da ist. Das ist das Lustige. Er braucht diesen Klecks Weg hier. Sonst schafft er sich voll einfach. Das ist schon sehr interessant. Aber jetzt sollten sie alles haben. Haben sie auch. Jetzt werden sich gleich die ersten hier einmal ausbauen. Da sind sie. Genau. Und bei den Siedlern, wenn die jetzt hier soweit alle fertig sind, werden wir dann sehen, wie es aussieht, wie viele Häuser wir vielleicht noch oben drauf bauen müssen. Ja, that's it, würde ich sagen. That's it for this moment. Wir haben 8. Wir brauchen 500, falls ihr euch erinnert. So, jetzt geht's weiter mit der zweiten Stadt hier. Da hätte ich gesagt, wir machen hier das Ganze elegant. Elegant und hübsch, so wie du. So. Moment. Städteplaner Mossi schreitet zur Tat. Wir machen das Ganze. Ja, doch so. Wir machen das an diesem Weg da fest. Und bauen den Marktplatz, den wir benötigen, genau dahin. So, der muss natürlich angeschlossen werden, wenigstens für den Moment. So, und dann geht's los mit Häuserbau. Okay. Bessere Idee. Zisch, bumm. Das Bäume fällen klingt wie ein Creeper. Nee, lass mal. Ja, und hier diese Berge, ne, diese Erzadern, da sind auch manchmal Vulkane drin. Das habe ich auch schon gesehen. Das mag mir jetzt auch nicht
Wohlbehagen, wenn ich ehrlich bin. So, wir bauen hier fleißig weiter. Aber wir lassen die hier auch erstmal weiterschaffen. Der hat nämlich jetzt, die haben kein Holz mehr hier. Da müssen wir dann noch ein bisschen hin und her wursteln. Was wir machen können, ist, wir können auch hier Werkzeuge einkaufen. Das ist halt so. So, wie sieht's hier aus? Was tut ihr so? Ihr baut euch fleißig aus. 24 Siedler haben wir schon am Start. Können wir jetzt schon diese ganzen Felder-Sachen bauen? Nee, noch nicht. Das geht, glaube ich, ab 30 Siedler, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sollten wir ja gleich haben. Ich gönne mir mal ein Eis. Boah, ja, Eis wäre natürlich echt fett. So, 30. Nee, 30 waren es nicht. Vielleicht waren es 40. So, Steuern können wir ein bisschen erhöhen. So, wir sind halt, kohlemäßig geht es uns gar nicht so gut. Aber halb so tragisch. Da müssen wir natürlich auch die Steuern hochpumpen. Tic-Tac und Walnüsse. Ihr seid ja tipptopp ausgestattet hier, Kids. Nicht schlecht. Okay, ja, die dümpelt so ein bisschen. Das ist so die Zweitsiedlung. Die wird als letztes dann sozusagen hochgebaut. Auf die hier will ich mich halt mehr fokussieren. Die ist ja jetzt auch schon ein bisschen weiter. 40 Siedler. Ja, 40 Siedler waren's. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen hier oben hin noch einen Marktplatz. Dann gucken wir einmal hier, dass wir alles, was nicht von diesem Forsthaus abgedeckt wird, einmal wegmachen. Beziehungsweise auch mal jetzt vernünftig aufforsten, wo wir überall jetzt auch drankommen. So. Und dann bauen wir einmal an, was war das Zuckerrohr? Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ja, ihr kriegt euer Wirtshaus später. Wir bauen jetzt erstmal eine Tabakplantage, für die wir aber Steine brauchen. Okay. Dann wird hier oben auch außerdem unser Steinbruch aufgebaut. Machen wir gleich zwei draus. Und bauen hier unsere Steinmetze auf. So, dann kommen wir auch vernünftig an Steine. Und dann können wir das nächste Level angehen. Walnusseis wäre im Tiefkühler. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Habt euch bitte lieb. Aber so wie ich euch kenne, so wie ich euch beide kenne, ihr würdet euch blendend verstehen. So, kommen wir hier jetzt mal bald an mehr Holz. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Das kann ja nicht. Aber hier gibt's gleich Tabakwaren. Aber wahrscheinlich will ich lieber erst Zuckerrohr. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, das erst anzubauen. Ja, lass mal machen. So, Zuckerrohr. Und hier unten direkt. Eure Stadt wächst und gedeiht. Das ist super, dass unsere Stadt wächst und gedeiht. Das gefällt mir. Unten vielleicht noch Zuckerrohr, aber hier kommen wir nicht überall dran, ne? Doch, kommen wir. Gut, dann kommt da noch eine Zuckerrohrplantage hin. Weil Alkohol ist der wichtigste von allen Stoffen, habe ich jetzt gelesen. Weil sobald die Gesöff haben, sind die bereit, viel höhere Steuern zu zahlen. Und das ist natürlich highly appreciated, würde ich sagen. Wie der Engländianer sagen wird. Rumbrennerei. Kommt hier rein. Und dann verbinden wir das Ganze hier elegant mit ein paar Wegen. So, damit ist die Alkoholproduktion aufgenommen. Wie geht's euch? 80 Siedler sind das. Das klingt so realistisch. Ist so, oder? Ist echt einfach so. So, die wollen ein Wirtshaus, das bekommen sie aber erst am Ende.
Ich will jetzt erstmal sehen, was passiert, wenn die alle ausgebaut sind, wenn die sich alle ausgebaut haben, wie viele das dann wirklich sind. Hat der hier will einen Marktplatz? Kommt der hier nicht dran? Oh. Okay, das macht aber nichts, weil dann nutzen wir diesen Platz für die Feuerwehr. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Aber wir haben keine deswegen macht ihr hier nicht weiter. Deswegen bauen die sich auch nicht aus. Wir haben keine Werkzeuge mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber die sind jetzt hier gleich. Die Auslastung dürfte jetzt hier gleich rasant steigen. Das ist jetzt bei 0%. 6%, 12%. Ja, das steigt jetzt gleich. Denke ich mal. Ja, das steigt jetzt wie blöde. Und er fängt jetzt auch gleich an zu arbeiten. Und dann haben wir Alkohol. Neues Land wurde erschlossen. Ja, gut, dass ich meine Inseln schon habe, wo ich alles drauf machen kann, was ich brauche. Das ist sehr, sehr gut. So, die sind ausgelastet. So, ihr habt jetzt euer Gesöff, oder? Ja, die haben Gesöff und guckt hier, der Zufriedenheitsbalken, sieht man ihn? Ich muss gerade mal gucken, ob man das überhaupt sieht. Ja, tut man. Ich kann jetzt hier Steuern erhöhen wie blöde, bis fast auf Maximum. Und dann sind die bereit, uns ordentlich Steuern abzudrücken. Jetzt bauen wir noch schnell die Feuerwehr hin. So, damit sind die jetzt erstmal cool. Alkohol geht zur Neige. Ach, Alkohol geht zur Neige, der ist doch schon dabei. Ist doch schon dabei, beruhigt euch. Wir müssen auf jeden Fall genug Alkohol produzieren für die andere Insel noch mit. Das wird, glaube ich, die wahre Herausforderung in dieser Mission. Aber wir können ja hier noch, wir haben hier noch Platz. Wir haben ja hier generell viel Platz, wir haben auch hier noch Platz. Wir haben hier vorne raus auch noch jede Menge Platz. Also, wir können das alles noch vergrößern und anpassen und sowieso. Weil das sind gleich 100 Siedler, das ist gar nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Aber wir haben jetzt hier Holz bis zum Abkotzen. Das heißt, wir können hier erstmal Häuser pumpen. Richtig viele Häuser waren das, denn diese Stadt hat jetzt ja auch keine positive Bilanz, aber das liegt halt auch nur an dem Handel, an dem Handelsgedönse, was ich mache. Hier würde ich tatsächlich dann auch, warte mal, wie ist denn das mit Baumwolle? Kann man hier Baumwolle anbauen? Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Dann würde ich nämlich hier auf Baumwolle gehen. Wo sind die Baumwolle? Oder geht das noch gar nicht? Kann ich noch gar keine Baumwolle anbauen? Es geht scheinbar noch gar nicht. Gut, dann ist das eben so. Dann ist das eben so. Dann werden es doch wieder die Schaffarmen. Dann machen es aber, glaube ich, doch hier hin. Ja, machen das doch hier oben raus. Da und da. Und die Webstube dahin. So, du brauchst noch ein bisschen mehr Platz. Ich sehe das schon. So, dann kriegen die auch schon mal ihre Stoffe. Sind wir da auch schon mal einen Klecks weiter. So. Ja, meine Bilanz ist nicht gut. Das liegt aber vor allem an den Einkaufskosten. Das sind nur die Einkaufskosten, sonst wäre ich schon lange positiv. So, hier sind noch zwei. Na gut, er kann nicht, weil er an keinen Marktplatz rankommt. Das ist aber auch nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm tatsächlich, denn auch die Wege hier, die brauchen wir gar nicht. Aber was hier noch gut reinpasst, wäre ein Wirtshaus. Denn danach begehrt es meinem Volk ja. Die brauchen einen dedizierten Ort zum Saufen. Zwangsräumung. Das ist doch Schwanensee, oder? Ich weiß nicht, wie die Stücke heißen, aber es kann gut sein, ja. Es sind auf jeden Fall viele, viele klassische Musikstücke. Das Problem ist, da oben das eine Haus kommt nicht dran. Und hier passt er nicht hin. Ist blöd. Muss, denke ich, das Wirtshaus hier drüben hinsetzen. Hier würde es alle erreichen. Ah, das Wirtshaus mitten im Wald, oder?
Jetzt in das Wirtshaus mitten hier rein. Ja, ich brauche dafür aber mehr Werkzeuge. Das ist leider so. Lager voll. Achso, mein Holzlager ist voll. Vielleicht können wir mal ein bisschen Holz verkaufen. Ne, nicht Alkohol. Alkohol will ich behalten. Holz können wir zu einem Kurs von 20 vielleicht verkaufen, bis wir noch 20 Tonnen haben. 20 Tonnen sind die Reserve. Vielleicht kauft uns da jemand Holz ab. Davon haben wir echt... Wir können echt im Holz schwimmen, ne? Vielleicht können wir echt hier drüben das mal abreißen. Wir haben dann hier noch ein bisschen mehr Platz. Aber die sind jetzt gut ausgelastet. Das ist auf jeden Fall gut hier. Jetzt die Frage, ist das genug Alkohol für zwei Inseln? Das müssen wir rausfinden. Ich vermute aber nicht. Ich vermute, ich muss das Ganze duplizieren einmal. Sonst taugt's nicht. Die Inseln sind gefühlt immer zu klein. Nö, geht eigentlich. Ist doch eine geile Atmosphäre mitten im Wald. Ja, finde ich auch, ne? Aber wir haben halt gerade echt das Problem, dass uns die Werkzeuge hier ausgegangen sind. Können wir denn schon selber Werkzeuge machen? Nee, leider noch nicht. So, ihr habt aber jetzt auch Stoffe. Ja, die wollen auch Gesöff, aber das ist mir eigentlich auch egal. Eine Kapelle fehlt denen noch. Der Marktplatz, kommt der da überall dran? Nee, hier nicht. An den einen nicht. Der eine. Der eine wird die Feuerwehr. Die kommt nämlich überall dran. Perfekt. Ist halt ein bisschen blöd, der Weg für die Feuerwehr. Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. So, damit ist die Städteplanung, die grobe Städteplanung, hier erstmal durch. Ja, wir müssen das dann alles noch ein bisschen vergrößern, schätzungsweise. So, nein. Immer noch die Kapelle, bitte. Kapelle dahin. Zack. Und dann werden die jetzt auch anfangen, sich auszubauen. Ja. Aber die brauchen natürlich dann auch Gesöff. Das Gesöff können wir aber auf der Insel hier nicht anbauen. Leider. Was wir aber machen können, ist, wir können mal hier rüberfahren. Und gucken, ob sich das hier rentieren würde. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Nö, diese Insel hier kann nix. Die kann echt gar nix. Könnte eine Nahrungsinsel werden, wenn man es später wirklich, wirklich übertreiben wollen würde. Aber, ja. Gebäudereichweite. Also ich wäre bereit, einige Kilometer für eine gute Kneipe zu laufen. Aber okay, ich bin ein gutes Beispiel. Könntest auch die Kirche weglassen. Ja, ist bei mir nicht anders. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Ich kann das gleiche wie die hier. Das ist jetzt, nee. Hilft leider nicht weiter. Haben wir hier jetzt mal langsam wieder Werkzeuge bekommen? Nee, wir bekommen leider keine Werkzeuge rein. Das ist alles ein bisschen schadhaft. Das ist alles ein bisschen schadhaft. Wir haben aber so viele Steine hier mittlerweile, dass man ein paar Sachen hier definitiv schon mal verschönern kann, beziehungsweise auch funktionaler gestalten kann, weil auf den Steinwegen laufen die ein bisschen schneller. So, jetzt ist aber die nächste große Frage, welche Holzgeschichte reißen wir ab? Ich glaube, die hier. Ich glaube, die hier kommt weg. Die kommt weg. Hier kommt dann das Wirtshaus hin. Und hier können wir dann Tabak anbauen. Da haben wir noch genug Platz für eine Tabakplantage. Die passt hier perfekt rein. Oder? Tut sie doch. Hier, da passt sie perfekt hin. Fehlen uns aber auch die Werkzeuge für. Ist alles ein bisschen... Alles ein bisschen blöd. Ich bin bereit, mehr zu bezahlen für Werkzeuge. Bringt mir Werkzeuge. Hier unten haben wir halt noch jede Menge Werkzeuge, aber hier brauchen wir sie halt auch. Wobei, eigentlich auch nicht. Hier müssen wir ja nur Gewürze anbauen. Vielleicht können wir das mal anfangen. Das können wir doch parallel machen. Lasst uns Gewürze anbauen, Baby. Baby, ich baue mit dir Gewürze an. Ein bisschen Platz schaffen. Gewürzplantage.
Was fehlt denn dafür? Achso, auch Steine. Okay. Wir brauchen noch ein paar Steinchen. Ist natürlich kein Problem für den Papa. Steinbruch. Und Steinmetz. Do your work. So, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Haben wir hier irgendwas im Überfluss? Nicht wirklich, ne? Nee. Da wird kein Überschuss produziert. Okay, wie sieht's hier aus? Oh, wir haben Dings bekommen. Wir haben Quatsch bekommen. Das heißt, wir können uns um den Tabak mal kümmern. Ich will mich erst um den Tabak kümmern, weil... Ich hab mir eben Gedanken gemacht. Dann kann ich nämlich gucken, wie viele Plantagen ich benötige. Das macht durchaus Sinn, zu wissen, wie viele Plantagen ich brauche. Aber warte mal, da kommt doch niemand dran, oder? Doch, er. Er müsste es abholen. Aber er muss es gar nicht abholen. Sondern... Er hier. Komm schon. Tabakwaren hier hin. Euer Volk braucht eine Schule. Nein. Eure Stadt wächst und gedeiht. 100 Siedler sind das jetzt. Ich denke, das ist auch das Maximum. Jetzt müssen wir dann nur gucken, wie viele Bürger sind das potenziell. Das heißt, wie viele Häuser bräuchten wir noch. Aber ja, keine Aufgabe für jetzt in diesem Moment. Papa regelt das schon. Bildung regt nur zum eigenen Denken an. Ja, aber zum Ausbau brauchen sie es natürlich. Zum Ausbau brauchen sie es dann natürlich spätestens. Dieses Video war ein Stream-Mitschnitt. Möchtest du auch teilhaben? Besuch mich im Stream. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank auch an meine Subscriber. Namentlich Funcrowd, der Furby, Retropixel Live, Dansebar, Nekochi, Kokal und Hamsolol. Ich würde mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen nach oben bewertest und mir vielleicht einen Kommentar da lässt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich war dein Mossi. Auf Wiederkuscheln und ciao.